Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14 mit mir, DF. Und wir sind hier bei dem Haus Fortin und reden mal mit Graf Edmond Fortin. Ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus. Wir waren ja in dieser Kneipe. Wie war der Rundgang? Sind die Türme und Kathedralen nicht ganz nicht beeindruckend? Schön, dass die Gedichtung nieder ist zu schildern Vermögen. Ich glaube, es ist ein in der Tat faszinierend. Einerseits ist die tausendjährige Geschichte an jeder Ecke zum Greifen nah. Andererseits zeugen die Schäden in den Fundamenten von der Verwundbarkeit und Vergänglichkeit der stolzen Stadt. Ihr versteht es wirklich gut, eure Gedanken in schöne Worte zu hüllen. Ja, der Angriff hat den Adelshäusern einen gehörigen Schock verpasst, aber die Wucht des Angriffs muss die Bevölkerung tragen. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Einmarik ist gegenwärtig damit beschäftigt, die Verteidigung der Stadt zu verstärken, aber auch wenn alle Adelshäuser zusammenarbeiten, wird es ihm immer noch an Ressourcen und Kämpfern. Ich. Wenn es etwas gibt, bei dem wir es nützlich machen könnten, so sagt es uns. Wir möchten uns gerne dafür erkenntlich zeigen, dass ihr uns in der Not geholfen habt. Ich kann kämpfen. Wie wär's damit? Ich danke euch, es fällt mir schwer, Gäste meines Hauses um einen Gefallen zu bitten, aber es ist wahr, wir können jede Hilfe gebrauchen. Es gibt etwas, um das ich euch bitten möchte. Was ist es? Ihr braucht es nur zu sagen, Graf Fortin. Alfino, ihr seid weit gereist und habt vorhin auch einflussreiche in vielen Ländern. Ich möchte euch bitten, mich mit den Handelskontakten auszustatten, die mir einen geregelten Warenverkehr sichern. Denn Ressourcen sind rar in Quartas. Wer sind dieser kleine Zwerg da? Dich gerade jetzt so. Und der eure Schecke sucht ihresgleichen in ganz Eosea, borgt ihr mir einen Teil eurer Schecke und helft meinen Söhnen Artoriel und Emmanuelaine dabei, ihre Aufträge zu erfüllen, die sich von der Pipsin Kurier selbst erhalten haben. Sind das die Söhne? Ist das dein Ernst? Vater, vergib mir, aber ich benötige keine Hilfe, schon gar nicht von Gästen unseres Hauses. Ich komme gut alleine zurecht. Okay, der ist ein bisschen im Stolz gekränkt, sage ich mal. Lass ihn nur machen, Bruderherz. Man kann doch ein ehrlich gemeintes Hilfsangebot nicht einfach so ausschlagen, besonders wenn es von so einem legendären Abenteurer stammt. Okay, der will die Hilfe. Schweigt beide, ihr solltet DF etwas mehr Respekt zeigen. Ich bitte ihn doch nicht, euch zu helfen, damit ihr euch auf eurem Allerwertesten ausruht. Ihr habt den Helden vor euch, der den gefürchteten Gaius von Belzar zurückschlug. Den Helden, der eine Primär nach dem anderen in die Knie zwang. Ihr sollt ihn nicht für euch arbeiten lassen, ihr sollt etwas von ihm lernen. So, entschuldigt bitte die Unverfrorenheit meiner nichtnützigen Söhne. Seht ihnen ihre achtlose Wortwahl nach. Ihr würdet ihr ihnen bitte helfen. Ja, das ist aber komisches Vater-Söhne-Verhältnis. Eure Güte steht euer Scheck in Kraft nichts nach, wenn meine Söhne doch nur einen Bruchteil eures Formats hätten. Alter. Edmond. Sehr freut sich. Der Jüngere anscheinend. Alfino. Ich werde den Eindruck nicht los, dass der Graf sich etwas Besonderes dabei gedacht hat, uns um Hilfe zu bitten. Vielleicht ist das ein Test. Wir sollten jedenfalls alles daran setzen, ihn zufriedenzustellen. Und noch etwas ist mir klar geworden. Die Adelshäuser Ishgard sprechen nicht mit einer Stimme. Vor der Gründung arbeiten sie zusammen, doch in Wirklichkeit herrscht unter ihnen eine starke Rivalität. Bestimmt sieht sich auch Graf Fortin ständigen Anfeindungen ausgesetzt, auch was seine Entscheidung angeht, uns Unterkunft zu gewähren. Vermutlich testet der Graf uns wirklich, nicht weil er uns misstraut, sondern um den anderen Häusern unsere Nützlichkeit zu beweisen. Siehe da, kaum sind wir angekommen, stehen wir schon im Mittelpunkt des Machtkampfs der Ishgarder Adelshäuser. Auch wenn er ein strategisches Spiel treibt, ist Graf Fortin uns gut gesinnt. Dieses Vertrauen dürfen wir nicht verspielen. Wir müssen alles daran setzen, dann bitte zu seiner Zufriedenheit zu erfüllen. Währenddessen werde ich versuchen, mit Uranger Kontakt aufzunehmen. Wir müssen Klarheit darüber erlangen, was nach unserer Flucht als Soldat mit unserem Freund passiert ist. Ja, aber es ist
mit Uranger überhaupt? Der war ja bei den Ashians. Konzentriere du dich ganz darauf, Graf Hotams Söhne zu helfen. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um seine anderen Anliegen. Also dann bis später und sei wachsam. Werde ich sein. Warte, ich gucke erst mal, ob ich aufnehme. Ja. Okay, es wirkt so, als wären die wertvoller als als das Geld. Ich nehme der Magie für die DPS-Leute. Ah, ich habe vergessen, dass es ja ganz andere Musik hier gibt. Wir haben. Ich gehe erstmal zu Emilion, heißt er, glaube ich. Das ist der etwas jüngere Scheinende. Wahrscheinlich von Camp Wolkenwipfel. Graf Fortoms hat dich gebeten, seinen Sohn Emilion bei der Erfüllung eines päpstlichen Auftrags zu helfen. Annehmen. Was steht denn an, Emilion, oder wie auch immer das ausgesprochen wird? Also, Pater, wollen wir los? Die Pflicht ruft. Ach, ich habe mich ja schon noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Emmanuel, der zweitälteste Sohn im Hause des Fortoms. Zweitälteste? Das ist der Jüngste. Betonung liegt auf zweitältest. Mein Bruder wird die Ehre haben, eines Tages den Titel unseres Vaters zu übernehmen, sind die Geschäfte des Hauses fortzuführen. Ja, mein Bruder, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie stehe ich ihm im Ruf, mich auf seine Errungenschaften auszuruhen und selber nicht zum Wohlergehen der Hauses beizutragen. Aber das wird sich ja jetzt ändern, da du mir zur Seite gestellt wurdest. Wer ist denn dieser Zwerg da? Was soll mit einem Alleskönner wie dir denn schon schiefgehen? Ich wette, du erledigst mir die auferlegte Aufgabe im Handumdrehen. Du sollst dich freuen. Der Papst hat uns nämlich aufgetragen, den heilen Nord zu helfen. Sie wachen über das abalatische Wolkenmeer. In letzter Zeit laufen die Dinge für sie nicht so gut, aber unsere Familien sind gut befreundet. Die Anführerin des Regiments des Hauses Hallenar im Wolkenmeer ist, ach, wenn ich nur an sie denke, wird mir ganz anders. Unser Ziel im Wolkenmeer heißt Camp Wolkenwipfel. Ein Luftschiff wird uns dorthin bringen, also auf so einen Landeplatz. Wer ist dieses Kind? Will ich die Quest auch annehmen? Ah, wieso nicht? Die Artoriel, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Falkenhorst, Graf Hotams Sohn Artoriel hat einen päpstlichen Auftrag zu erfüllen, auf den du ihn begleiten solltest. Annehmen. Ich bin Artoriel. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Er ist der Sohn des Graf Hotams und Erbe des Hauses Hotams. Was ist denn mit Orchefort? Wird der nix erben? Oder wie sieht das aus? Ich bitte meine ungehobeltes Verhalten von vorhin zu entschuldigen. Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Orchefort hat oft von dir gesprochen und da stehst voller Respekt für deine Fähigkeiten. Ich fühle mich geehrt, mit dir zusammenzuarbeiten zu dürfen. Anders ist es mit den Durandair und Zemail, mit denen wir in der Sache kooperieren müssen, unausstehlich allesamt. Zwischen ihnen und dem Haus Fortons kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten. Ach, vergessen wir das diplomatische Geschwätz. Unsere Familie sind erbitterte Rivalen und ich möchte keine Gelegenheit auslassen, ihnen eins auszuwischen. Hätte es uns die Kurie nicht aufgetragen, käme ich nicht auf die Idee, mit den Durandair und den Zemail zusammenzuarbeiten, aber wir haben uns den Willen der Kurie zu beugen, egal ob es uns gefällt oder nicht. Die Aufgabe führt uns nach Falkenhorst im westlichen Hochland. Keine leichte Reise, lass uns zuerst zum Schokobo-Pfleger in die Fundamenten gehen. Ich werde dafür sorgen, dass er ein geeignetes Reittier für dich bereitstellt. Ich hab einen. Ich hab einen Heinzi. Ich hab den Heinz. Egal. Wir gehen erst zum Landplatz. Wir machen die andere Quest zuerst. Hier raus. Kann ich dich nach oben irgendwie? Kann ich die nicht sortieren irgendwie? Jetzt habe ich sie sortiert. Okay, gut. Wo ist das? Ich gehe mal zum Städte der Riten.
keine Ahnung, wo man hier zum Landeplatz kommt. Fundamente. Beispiel für Kornbolten, Wipfel, da wollen wir zuerst hin. Das wird dann. Wo ist das denn? Ah, hier ist das Landeplatz. Dann gehe ich hier mal dahin. Ich hab nach einem Symbol gesucht, aber das ist nur so ein Kreis. Kartenverkäufer Luftschiff. Hallo Kartenverkäufer, ich hätte gern eine Karte. Es ist alles vorbereitet, das Luftschiff zu machen. Aber Latisch Wolkenmeer ist auf Abflug bereit. Kann ich den Kapitän benachrichtigen, dass seine Reisegäste eingetroffen sind? Nach Camp Wolkenwipfel fliegen? Ja, bitte. Komme ich da auch irgendwann mal zu Fuß hin? Oder ist das so in den Wolken, dass ich da nie zu Fuß hinkomme? Es ist natürlich Nacht. Sieht halt bestimmt nicht so geil aus. Appalachisches Wolkenmeer. Da ist ein Etherit. Den hätte ich gern hier harmonisiert. Das ist ein mit etwas. Luftschiff-Technologie eröffnete Sid Garland, der abtrünnige garleische Ingenieur, den Eosäern den Himmel. Das ist ein größeres Luftschiff, wollte ich sagen. Wurde ich unterbrochen. Ist komisch, dass wir jetzt einen Erzähler haben. Sie erlaubte den Ischgarder Rittern, ihren Fuß selbst auf die in schwindelerregender Höhe schwebenden Inseln zu setzen. Es gibt schwebende Inseln anscheinend. Dort, in Abalazias Wolkenmeer, stellten sie Beobachtungsposten auf, die die Drachen stets in ihrem wachsamen Blick behielten. Die sehen ganz schön billig aus, die Wachposten. Das sind einfach heute zusammengeklüppelte Dinger. Nicht irgendwie was Schönes. Und wir fliegen immer noch mit so einem kleinen Popelsluftschiff, obwohl die hier so ein riesiges Ding haben. Oder das riesige Ding ist kein Luftschiff, weil wir da gerade drauf anlegen. Ich weiß es doch nicht. Wahrscheinlich werden wir jetzt begrüßt. Ja, von Emil. Ah, er hat Rüstung an. Und Tonoro. Wer bist du? Herr Emil, bitte knöpft euch euer Kettenhalb zu, ihr kettet euch sonst noch. Das ist wahrscheinlich sein Gehilfe oder sowas. Wir gehen später zu dem Etheriten. Ich spreche erstmal mit Emelion, wenn das so ausgesprochen wird. Ich hasse französisch klingende Namen. Die Luft über dem Wolkenmeer ist so kalt, dass einem das Wort im Mund gefriert. Obwohl es sich anmerken lassen, dass meine Devise als Adliger hat, man die Kontenance zu bewahren, das ist A und O. Aber das verstehst du natürlich nicht, nun denn die Anführerin hier, der Wolkenwipfel ist Lanier. Finden wir sie. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Wo ist sie denn? Es gibt Schokobus hier? Ja, Schokobuchverleiher. Den sollte ich auch mal kurz anquatschen, damit das Ausrufezeichen weggeht. Hey, mein Freund, du siehst ja mächtig müde aus. Wie wär's mit einem kräftigen Reittier? Nur. So, wo muss ich hin? Ich gehe erstmal zum Etheriten. Nöle. Ist auch ein Name. War. Kenne ich nicht einen aus Final Fantasy, der Nöle hieß, weil ich mich schon mal über jemanden lustig gemacht habe mit so einem Namen. Wo ist das denn? Da hinten. Da hole ich mal den Heinzi. Und dann fliegen wir da mal. Wir fliegen. Ich kann hier nicht fliegen, so wie es aussieht. Wo zum Henker muss ich hin? Ich will nicht einfach da runter jumpen. Ich bin nicht gewohnt, dass ich nicht fliegen kann.
Ich gehe mal die Treppen hier runter. Was für ein Level sind die ganzen Gegner denn hier? Die müssen alle so um die 50 sein. Weil wir selbst Level 50 sind. Was für... Hakenhorst ist eigentlich das offizielle... Die Legende des Kriegers. Okay, was sind das? Ah ja, meine Kriegerquest. Ja, die machen wir später nochmal. Greifen die an, die Viecher? Bin 9 Level über denen. Wo kriegen die alle ihre komischen Reittiere her? Okay, da kommt ein Photon-Ritter. Oder einfach ein Ritter. Wenn du mal jetzt kämpfen zu müssen, dann können wir mal kurz hier tanzen. Du komisches Sühnchen. Weiter im Text. So. Hier sind jede Menge Gegner, die angreifen wollen. Würde ich sagen. Okay, hier muss ich nicht hin. Ich muss in die Richtung. Ehrlich. Eine Geira-Katze. Du bist du aus Final Fantasy V? Also du bist nicht aus Final Fantasy V, aber in Final Fantasy V gibt es Katzen mit Flügeln. Und ich glaube, darauf basiert der Gegner hier. Ist eh, wie cool viele Gegner basieren auf anderen Gegnern aus alten Final Fantasies. Ist ziemlich cool gemacht. Warte, ich bin hier in der Nähe irgendwo. Warte, in die Richtung. Da ist Lanier, oder wie das ausgesprochen wird. Lanier? Keine Ahnung, hier. Und da ist unser Dude. Dessen Namen ich komplett vergessen habe, weil er ein bisschen komplizierter ist. Scheiß dich, willkommen Abenteuer. Mein Name ist Lanier Halena und ich habe das Kommando in Camp Wolkenwipfel. Die Schicksalsgriffe führt uns heute zum ersten Mal zusammen, aber ich habe schon viel von dir gehört. Franzl, den du vor dem Vorwurf der Ketzerei befreit hast, ist mein Bruder. Ah, Franzl ist dein Bruder. Dafür möchte ich dir danken, dass du dich so selbstlos für ihn eingesetzt hast. Sprich Spende über deinen Edelmut und auch die Tatsache, dass du heute hierher gekommen bist, um das Haus Hollander beizustehen. Die Freude, dich zu sehen, ist ganz meinerseits, liebe Lanier. Du kannst aufatmen, ich bin hier, um die Last deiner Sorgen von den Schultern zu nehmen. Und ich hatte dich noch gar nicht bemerkt. Kannst du dich noch einen Augenblick gedulden, ja? Ich bin der Krieger des Lichts und du bist irgendwie so ein Himpfling. Wo waren wir? Ja, Camp Wolkenwipfel ist eines der auf den schwebenden Inseln errichteten Beobachtungsposten, auf denen wir nach Drachenausschau halten. Wenn ein Angriff droht, bemannen wir die Protektor, ein neuartiges großes Luftschiff, das es uns erlaubt, die Drachen in ihrem Element in der Luft in einen Kampf zu verwickeln. So läuft jedenfalls der Plan. Die Protektor leidet an Mängeln und ist nicht einsatzbereit. Außerdem haben wir Ärger mit Vanu Vanu, dem wilden Stamm des Wolkenmeers. Es gibt also viel zu tun. Vanu Vanu. Das kannst du getrost alles mir überlassen, liebe Lanier. Das habe ich doch im Handumdrehen erledigt. Ich sozusagen alles vom Tisch, dank deinem Freund und Helfer, dem guten Emilio. Ich bitte dich, Abenteurer, steh mir bei. Werde ich machen. Aber der andere Dude ist auch noch da. Nur so, was wir ihn brauchen. Oh, es gibt Hosen. Da ist aber... Die wäre fast gut.
Bevor es richtig losgeht, hat Lanier eine persönliche Bitte an dich. Zwinge deine Nervensägen. Hier viel zu tun, aber zuerst muss ich etwas gegen diesen Schwätzer unternehmen. Was hat der Graf denn nur dabei gedacht, uns den nicht so zu schicken? Ich weiß, er war ihm selber leid und hat dir erst bessere Gelegenheit gegriffen, ihn weit, weit weg zu schicken. Würdest du eben so begabten wie bescheidene Emilion bitte etwas ausrichten? Das Workmail muss dringend beobachtet werden und diese wichtige Aufgabe ist zufälligerweise Emilion zu gefallen. Dabei kann er keinen Schaden anrichten und wenn er schon zu viel quatschen muss, kann er es ja mit den Wolken machen. Da die haben mehr Geduld als ich. Du warst nicht dabei, du hast es nicht gehört, ne? Eine wichtige Aufgabe, die Lanier nur von mir anvertrauen kann, hervorragend. Das Vertrauen ehrt mich, die Aufgabe erledigst du bestimmt mit links. Um was handelt es sich eigentlich? Du hast die Verantwortung voll auf, das Wolkenmeer zu wachen. Du wurdest zum Wachstehen am Wolkenmeer verdonnert, damit du nicht im Weg stehst. Oh, nix. Du hast die verantwortungsvolle Aufgabe, über das Wolkenmeer zu wachen. Aber das ist ja eine wirklich wichtige Aufgabe. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber ich werde sie zu aller Zufriedenheit erfüllen. Keine Drachenschuppe werde ich unbemerkt vorübergehen lassen. Halt dich. Weiß etwas Besseres, mein Diener. Honoran, den werden wir mit dieser Sache betrauen. Sag du es ihm bitte. Okay. So richtig habe ich ja noch nicht vorgestellt. Ich bin Honoran. Treuer Diener des Herr Emenel-Ding. Dingskirchen. Herr Emenel wälzt wieder mal seine Aufgaben auf mich ab. Aber nun gut, ich werde mich selbstredend seinem Willen beugen. Das wurde mir also verstanden, ich werde es keinen Augenblick aus den Augen lassen. Nichts, dass uns noch eine Wolke abhanden kommt. Seufz. So. Es war nicht meine beste Tat des Tages, aber es war notwendig. Ich werde es hier jetzt wieder gut machen. Schließlich sind unsere Familien gut befreundet. Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich muss sagen, dass du verstehst, mit ihm umzugehen. Du hast wohl Erfahrung im Gang mit Nervensägen. Wie? Der Primär- und Nervensäge-Segen. Das nenne ich einen wahren Helden. Ich glaube, was ist denn hier? Ich glaube, ich nehme die hier. Okay, zack. Lenny hat den ersten richtigen Auftrag für dich. Fette Beute. Gut, kommen wir also zur eigentlichen Arbeit. Ich hatte schon erwähnt, dass es oft da Reibereien mit dem wilden Stamm der Vanuvanu gibt, der die schwimmende Insel im Wolkenmeer bevölkert. So auch jetzt. Als wir vor ein paar Jahren ins Wolkenmeer vordrangen und zum ersten Mal auf die Vanuvanu stießen, machten wir ihnen Geschenke und erhielten die Erlaubnis, dort Beobachtungsposten aufzustellen. Aber die in Freundschaft getroffene Abmachung hielt nicht länger als ein halbes Jahr. Wir wissen nicht warum, aber die Vanuvanu änderten von einem Tag auf den anderen ihre Haltung. Jetzt greifen sie alles an, was keine Federn hat. Da ist ein geregelten Frachtverkehr natürlich nicht zu denken. Es muss etwas unternommen werden. Marielle hat bereits verschiedene Maßnahmen in Betracht gezogen. Bitte sprich mit ihr und sieh, wie du ihr am besten helfen kannst. Danke dir, DF. Das wird wahrscheinlich hier oben sein. Bisschen sehr steil, aber da kommen wir hoch. Marielle. Ich grüße dich, der Flanier hat dein Kommen bereits angekündigt. Die Vanuvanu befinden sich auf dem Kriegspfad. Eine klare Strategie kann ich nicht erkennen, aber sie greifen uns an, wo sie uns antreffen. Er nennt sie wohl nicht ohne Grund einen wilden Stamm, wilder Schwarm. Fetter Vögel hätte es auch getan, denn so sehen sie schließlich aus, wenn du mich fragst. Jetzt aber zu deiner Aufgabe. Wir müssen die Gegend sichern, deshalb bitte ich dich, auf Patrouille zu gehen. Ich habe diese Station auf deiner Karte eingetragen. Halte dort Ausschau und bezwinge alle Vanuvanu, die sich blicken lassen. Die dicken Vögel sind die Vanuvanu. Komme ich hier runter? Ja, locker flockig. Lass mich in Ruhe. Ich rufe mal den Heinzi. Da ist der erste Punkt von mehreren. Muss ich wahrscheinlich erst besiegen, bevor du mich hier in Frieden arbeiten lässt. Okay, du hättest wahrscheinlich nichts getan, aber ist jetzt auch egal. Tod ist tot.
gehe erstmal hier Ausschau halten. Da ist noch so ein Gastornis. Spürst eine feindliche Präsenz, weil das sind hier Vanu Vanu. Und das sind Magier. Weil der schießt ganz halt auf mich, während ich die anderen hier angreife. Mann platt, bevor der Zauber kann. Okay, dann holen wir hier lang. Die Geira-Katze greift bestimmt an, oder auch nicht. In die Richtung. Hallo. Lass mich in Ruhe. Ach, du Kackvieh. Was bist du denn überhaupt für ein Ding? Ich meine, das ist ein Paisar. Ich weiß, ich kann lesen. Aber du siehst komisch aus. So. Okay, da komme ich nicht lang. Da ist der Zielort. Okay. Dann wollen wir. Ja. Da wollen wir nicht. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, gegen normale Mobs kämpfen zu müssen. Meistens laufe ich einfach an ihnen vorbei, weil ich eh zu hohes Level bin. Aber habe ich gerade minus 50% Routine bekommen? Wahrscheinlich, weil er unter meinem Level ist. Du kannst keine Warnung entdecken. Okay, dann gehen wir in die Richtung. Übrigens, ich habe, weil Alpha nicht mehr neu ist, habe ich den Bonus nicht mehr, der hier war. Von wegen bis Level 80 200 Prozent, also doppelten Erfahrungspunkte Bonus. Ist ein bisschen schade, aber da machst du auch nichts. So. Hier, mach den weg. So, dann laufen wir mal eine Runde. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen so viele Gegner kämpfen. Wo ist denn der? Da ist der Ort. Ah, da sind wieder Paisas. Ich glaube, die sind diesmal weit genug weg, dass ich ja die Vanu Vanus beobachten kann. In Ruhe. Und mit in Ruhe meine ich, die kommen jetzt und hauen mir aufs Maul. Hier, hau drauf. So, dann habe ich die auch geschnetzelt. Dann gehen wir mit unserem Chocobo zurück. Der Windexorgon macht mir nichts, deswegen laufe ich lieber an ihm vorbei. Ich kann ja hier nicht fliegen. Wahrscheinlich kann man erst nach einer gewissen Zeit in neuen Gebieten fliegen. Weil das wäre auch ein bisschen zu overpowered, wenn ich einfach überall fliegen kann. Macht auch das Spiel ein bisschen kaputt. Wenn man in neuen Gebieten einfach über alles wegfliegt und die neuen Gebieten gar nicht zu schätzen lernt.
Okay. Bitte greif mich nicht an, du komische Katze. Danke. Wegen da oben wieder, ne? Dann kann ich von... Kann ich das Netz da hochlaufen? Ich konnte das Netz runter. Kann ich das hoch? Weil es ein bisschen steil aussieht, aber es geht alles klar.